Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 2 auf, die spontane Fragestunde. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen nach Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung. Es beginnt Herr Kollege Ole Kreinz für die SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, vielen Dank. Ich frage den regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Wie beurteilen Sie hinsichtlich des gescheiterten Volksbegehrens in Berlin zum Nachtflugverbot und der Kritik von Wirtschaftsverbänden zu den jüngsten Äußerungen des Ministerpräsidenten Platzeks, den Vorschlag der nachgerichtlichen Änderung der Flugzeiten am Flughafen BER? Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Kreinz, wir haben auch durch mehrere Instanzen durchgeklagt, einen Planfeststellungsbeschluss, eine Regelung zu den sogenannten Randzeiten. Es geht nicht um ein Nachtflugverbot, wie es immer verkürzt ja kundgetan wird. Es gibt ein Nachtflugverbot. Das ist fester Bestandteil der Planfeststellung und der Regelung zum neuen Flughafen. Es geht um die sogenannten Randzeiten. Und das Volksbegehren, was in Brandenburg zurzeit in Vorbereitung ist, sieht vor, dass man zwischen 22 und 6 Uhr gar keine Flugbewegung durchführt. Und dies wäre fatal für den gesamten Flughafen. Es wäre nicht mehr eine Konkurrenzfähigkeit gegeben im internationalen Maßstab. Viele Fluggesellschaften könnten vor allen Dingen auch ihre Langstreckenflüge überhaupt nicht mehr über Schönefeld abwickeln. Selbst schon im europäischen Maßstab hätten wir eine erhebliche Einschränkung zu verzeichnen. Dementsprechend war es bislang gemeinsame Position der drei Eigentümer der Flughafengesellschaft, an diesen Randzeiten festzuhalten. Und dies war die Position von Brandenburg, von Berlin und vom Bund. Und ich bedauere es außerordentlich, dass die brandenburgische Landesregierung und die Koalitionsfraktionen, die dahinter stehen im brandenburgischen Landtag, diese Position jetzt aufgeben. Sie haben eben gerade erklärt, dass sie dem Volksbegehren stattgeben wollen im Parlament und damit diesen Konsens in Frage stellen. Ich halte das für fatal für die Weiterentwicklung des Flughafenstandortes und kann an dieser Stelle auch nur appellieren, dass hier Brandenburg zu seiner Verantwortung steht. Es ist eine Entwicklung für die Hauptstadtregion. Es betrifft nicht nur die Berlinerinnen und Berliner und die Arbeitsplätze in Berlin, sondern in der gesamten Region. Brandenburg würde in erheblichem Maße von diesem Flughafen profitieren. Und ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass jetzt Brandenburg hier sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Acker macht. Eine Nachfrage, Herr Kollege Kreinz, bitte schön. Ist denn eine Änderung der Randflugzeiten im Gremium des Aufsichtsrates überhaupt änderbar? Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, entsprechende Anträge sind im Aufsichtsrat gar nicht gestellt worden. Es gibt hier auch eine Rechtskraft der entsprechenden Bescheide. Die sind auch gar nicht mehr aufzuheben. Natürlich können die Gesellschafter auch eine völlig neue Politik beschließen und versuchen, das dann in rechtliche Bahnen zu lenken. Dies geht aber nur einvernehmlich. Dieses Einvernehmen besteht nicht. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten spontanen Frage des Kollegen Wanzner von der CDU-Fraktion. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Justizsenator und Verbraucherschutzsenator Herrn Heimann. Wie bewertet der Senat den über den Kurznachrichtendienst Twitter geäußerten Aufruf des linken Landesvorsitzenden und promovierten Juristen Dr. Klaus Ledra, jeder gerichtlichen Zwangsräumung mit allen verfügbaren Kräften und zivilem Ungehorsam zu begegnen? Herr Senator Heilmann, bitte schön. Kann die Technik mal bitte schauen? Wir kriegen das Mikro von Herrn Senator Heim. Jetzt läuft es gut. Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Herr Abgeordnete Wanzner, ich habe von diesen Äußerungen selbstverständlich gehört. Ich habe auch Herrn Kollegen Lederer gefragt. Sie sind korrekt wiedergegeben. Ich kann auch gern lauter reden. Also die Äußerungen sind korrekt wiedergegeben. Das hat mir Herr Lederer eben auch noch mal bestätigt.
Ich bin keineswegs immer der Meinung von Herrn Lederer und auch keineswegs, aber ich schätze ihn durchaus als gelegentlich sehr klug argumentierenden Kollegen. Das will ich auch umso sagen. Ich finde sowohl Ihren Beifall wie diese Äußerung allerdings sehr irritierend. Und ich will Ihnen auch gerne sagen, warum. Man kann in der Politik über alles streiten, das muss auch so sein, im Parlament, politisch und selbstverständlich auch mit Protesten. Aber wir haben in unserer Rechtsordnung vorgesehen, dass Streit im Einzelfall nur und ausschließlich von Gerichten, und zwar von unabhängigen Gerichten, entschieden werden. Und dieser Einzelfall, den ich überhaupt nicht bewerten will, aber man kann ihn auch in der Sache gerne streitig diskutieren, ist von einem Gericht rechtskräftig entschieden worden. Und dann bremsen wir und schon gar nicht von Politikern der Legislative diesen Vollzug bitte nicht. Wir können die Gesetze ändern, wir können darüber streiten, aber wenn ein Gericht entschieden hat, das ist Kern unserer Rechtsordnung, Errungenschaft unseres Rechtsstaates, dass das Gerichte entscheiden und dass es dann auch so vollzogen werden wird. Und wenn wir 800 Polizisten brauchen, um das zu vollziehen und den Rechtsstaat zu bewahren, dann finde ich das schlecht. Und ich finde es schlecht, wenn ein Mitglied des Parlaments mit dem sehr missverständlichen Begriff von zivilem Ungehorsam dazu seinen Beitrag leistet. Und deswegen bin ich sehr unglücklich darüber, dass das so gesagt wurde. Wünschen Sie eine Nachfrage, Herr Kollege Wanzner? Bitte schön. Herr Senator, ist dem Senat bekannt, dass der Abgeordnete Lederer gelegentlich als Dozent an der Hochschule für Technik und Wirtschaft bzw. der Hochschule für Wirtschaft und Recht tätig sein soll? Und ja, warum hält der Senat ihn dafür geeignet? Leider ist der Lederer ja nicht im Raum. Jetzt ist er ja wieder da, lieber Herr Lederer. Die Frage, Herr Kollege Wanzner, ist angekommen. Bitte schön, Herr Heilmann. Herr Präsident, Herr Kollege Wanzner, Herr Kollege Lederer, es ist dem Senat bekannt, der Senat bewertet nicht die Eignung von Dozenten, weil das zur Freiheit von Forschung und Wissenschaft gehört. Auch das gehört zum Rechtsstaat, das machen die Hochschulen und deswegen halten wir ihn nicht für geeignet, aber auch nicht für ungeeignet. Als nächstes für die Fraktion der Grünen, Frau Kollege Bangert, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an den regierenden Kultursenator, Herrn Wowereit. Zum Komplex gehen Berlin die Führungskräfte aus. Welche Gründe waren für die rechtlich fragwürdige 2-in-1-Lösung bei der Besetzung der Generaldirektion der Opernstiftung ausschlaggebend, bei der es zukünftig so sein wird, dass der Generaldirektor der Opernstiftung Vierthaler den Geschäftsführer des Staatsballetts Vierthaler über wesentliche Personal- und Finanzentscheidungen unterrichtet? Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, dies war eine Entscheidung des Stiftungsrates, was auf Vorschlag des Stiftungsvorstandes dort erfolgt ist. Und dies soll die Arbeitsfähigkeit der Stiftung absichern. Wünschen Sie eine Nachfrage? Bitte schön, Frau Kollegin Bangert. Es war keine Antwort auf meine Frage. Wurde eine Besetzung von außerhalb in Erwägung gezogen, weil es ist ja immerhin die vierte Besetzung seit 2003. Wir haben Schindhelm gehen sehen, Rosinski und Herrn Radatz sehen wir demnächst gehen. Haben Sie überhaupt versucht, eine externe Besetzung vorzunehmen? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, es war eine umfangreiche Diskussion im Stiftungsrat. Man hätte sich auch vorstellen können, ganz auf die Position zu verzichten. Dies ist ausdrücklich von den meisten Stiftungsratsmitgliedern anders gewünscht worden. Und insofern ist hier diese Lösung gefunden worden. Herr Vierthaler gibt auch seine Funktion bei dem Konzerthaus auf, macht dann nur noch das Staatsballett und dann eben hier im Rahmen der Stiftung die neue Tätigkeit. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung. Herr Vierthaler ist anerkannt in Berlin in dem Bereich. Er hat vielfältige Erfahrung und wird sie zum Wohle der Stiftung einbringen. Vielen Dank. Dann jetzt für die Linke Frau Dr. Hiller, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe eine Frage an den Sportsenator, Herrn Henkel. Und Sie ahnen es, es geht um den Ausbau des Bades in der Seidlitzstraße. Und ich frage Sie, Sie haben im Sportausschuss dargestellt, dass die Finanzzusagen des Bezirkes zur Risikoabschirmung, und liebe Kollegin, es geht hier um 20.000 Euro Risikoabschirmung, damit auch Sie das genau wissen, dass diese nicht belastbar seien. Nun liegt ein Brief des Sportstadtrates David vor, in dem sehr wohl dargestellt wird, und es gab auch vorher schon Zusagen, das ist eine belastbare Zusage des Bezirkes, übrigens von allen Fraktionen getragen gibt. Wann endlich übernehmen Sie die Verantwortung für oder gegen den Ausbau des Kombibades am Poststadion? Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Kollegin Hiller, wir haben wirklich, ich glaube, 2 oder 3 Stunden im Sportausschuss darüber gesprochen. Und Sie wissen doch ganz genau, und deshalb versuchen Sie nicht, einen anderen Eindruck hier zu vermitteln. Es geht nicht darum, dass es einmalig 20.000 Euro gibt, die da fließen, sondern es geht darum, dass wir eine belastbare Zusage für 10 Jahre brauchen, einen Zeitraum, der unter anderem damit zusammenhängt, dass wir Stadtumbau Mittelwest in Anspruch nehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Und der andere entscheidende Punkt ist, mal abgesehen von der Tatsache, dass ich nach wie vor Zweifel erhebe, ob ein Bezirk für einen solchen Zeitraum nach Landeshaushaltsordnung und nach allen anderen gesetzlichen Regelungen überhaupt in der Lage ist, für so einen Zeitraum Sicherheitserklärungen abzugeben, handelt es sich nach wie vor im Bezirk Mitte um einen Bezirk, der unter vorläufiger Haushaltswirtschaft steht. Und insofern stellt sich natürlich die Frage der Belastbarkeit für mich in besonderer Weise. Darüber haben wir diskutiert. Und bitte vermeiden Sie nicht den Eindruck oder vermitteln Sie nicht den Eindruck, als gehe es hier um einen einmaligen Betrag von 20.000 Euro und dann wäre dieses Bad sozusagen auf einem guten Weg. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das nicht so ist. Und deshalb sucht die Gesellschaft, das habe ich auch im Sportausschuss gesagt, weil es nicht so ist, dass dieses Bad niemand will. Es ist nicht so, dass es hier um eine Situation geht, wo eine Koalition der Unwilligen sich etwa zusammengefunden hätte, um das Bad in der Seidlitzstraße zu verhindern, sondern wir suchen nach kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Und ich habe auch alle anderen darum gebeten, mitzutun dabei, dass wir vielleicht eine Lösung hinbekommen, an deren Ende keine Belastung für die Gesellschaft BBB besteht. Wünschen Sie eine Nachfrage, Frau Kollegin Hiller? Selbstverständlich. Herr Senator, nun ist dieses Konzept ja durch Bäderbetriebe, Bezirksamt und den Bürgerverein Moabit gemeinsam entwickelt worden. Und es reicht auch nicht nur für das Jahr 2015 folgende, sondern es ist durchaus belastbar. Wann und wie gedenken Sie denn endlich die Kommunikation zum Bezirk Mitte und dem rot-schwarzen Bezirksamt aufzunehmen? Herr Senator Henkel, bitteschön. Also Frau Kollegin Hiller, Herr Präsident, noch einmal, das, was Sie ein Konzept nennen, beinhaltet unter anderem eine Prognose, wo mit 40.000 Besuchern gerechnet wird zu einem Preis von 2,50 Euro. Auch das ist etwas, von dem jedenfalls Fachleute sagen, wer weiß, ob das so eintritt. Wir bleiben also immer wieder bei der Belastbarkeit der Aussage hängen. Ich bin in enger Abstimmung mit Bezirksverordneten aus dem Bezirk, wo es immer wieder darum geht und wo ich auch immer wieder deutlich mache, ich bin nicht gegen dieses Bad, sondern in meiner besonderen Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bäderbetriebe habe ich das Wohl der Gesellschaft im Blick zu behalten. Und liebe Frau Hiller, Sie wissen auch, das ist nicht der erste Aufsichtsrat, der sich mit dieser Thematik beschäftigt.